Setz dich willkommen auf der Couch. Getränke sind im Kühlschrank, Snacks in der Schublade. Und jetzt Füße hoch. Hört sich an wie eine widerliche Umschreibung für Analsex. Zarte Milchschokolade mit cremiger Lachs. Füllung. Wow. Oh, wow, wow, Weber. Ich verstehe das widerlich da drin nicht, Smin. Boah, hat der dicke Eier. Kein Wunder, dass der aufrecht gehen kann. Der hat einfach das übelste Gegengewicht. Ja. Das ist beeindruckend. Boah, das beeindruckt mich wirklich. Ja, ja. Die rockt der aber auch, ne? Also so bei uns, beim Menschen. Ja, die Aura passt. Ja, ja, er hat dicke Eier-Aura. Stark. Ja. Stark. Jetzt hast du dreimal auf den Fuß getreten. Liegt's an mir oder hast du auch große Füße? Nein, geht, ne? Oh Mann, ey. Oh no, Gringe. Vollkommen normal. Ja, okay. Oh, damn, son. Oh, die kann gerade eben ihre eigene Scheide schmecken. Ja. Oh, wir schaffen das. Aha. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Dachte ich, ich kaufe mal bei ihm eine, weil diese Pulver gibt es so im Handel normalerweise nicht. Die gibt es teilweise im Internet, habe ich dann später rausgefunden. Ich freue mich so zwischen, ich bin mit meinem Kumpel Currywurst essen gegangen und jetzt stecke ich mir Chilis ins Pissloch. Ich frage, also da, ähnlich wie bei der Thematik mit den faulen Eiern und dem Schnitt, da sind Stufen zwischen, aber die interessieren mich. Mhm. War das nicht mal Thema sogar? Ja. Was ist das, die meiste Menge Brot, die du jemals in dein Fickmaul geschaffert hast, ne? Was zum Fick bin ich sehend? Es ist so krass, es ist derselbe Winkel, ne? Es ist literally derselbe Winkel. Und wenn ich mich jetzt so hinsetze, dann habt ihr exakt denselben Winkel. Also ich find's besser. Oh, Junge. Drei Jahre später, ne? Ich wusste, was kommt! Game Mode on. Weiter. Nochmal. Stärkster Gegner war immer die Kneipe. Passt, bleib dran. Yeah! Oh! Können wir kurz festhalten, dass Julia Daddy's Girl heißt? Ups. Das habe ich noch von letzter Woche. Baby Girl, dann wollen wir mal rein in die Dokus. Okay, Daddy. Oh Gott, nein! Herrgott! Hell no! Herrgott, Silke! Julia, jetzt muss ich mich rächen. Nee. Sag ich dir, wie es ist. Okay. Muss let's jetzt go. Gucken kurz. Habe ich Rache hier? Habe ich hier Rache auf dem Tablet? Hi, Julia. Ohne Voice-Mod klingt das wirklich weird. Aber im Stream. Ja. Geil. Sag mal, komm mal bei Papa auf Kerze. Reiß dich zusammen. Kannst du dich einfach so anfragen? Hey Julia,
Guck mal, ich pop auf Kerze. Ah! Ah! Hell no! Ganz schlimm! Oh Gott, das ist ganz schlimm. Uah. Ich den Aufzug schieben. Benedict! I have the power! Ah. Wir brauchen unterstützende Musik! Haben wir unterstützende Musik? Bam! First try. For some reason, using these conveyor belts. Sag mal, ich könnte jetzt googeln, welche verfickte Fabrik da auf der Insel in Buffalo steht und ich wüsste, was es ist. Dieses Produkt war Getreide. I'm a mysterious girl in a mysterious world. Ja, also, was lernen wir daraus? Alle Affen mitnehmen. Das ist wie hier auf der Couch. Ja. Alle Affen mitnehmen. Oh, da sind die Kids wieder beim Schlotfeger essen. Ey, weiße Füllung, die rausquillt. Ich hab euch, ihr wisst, ihr kennt mich. Ich rede gerne in Bildern. Einst mühsam erschaffen, heute nur noch Schatten ihrer selbst. Was? Ach so, okay. Boah, das hat so... Ich saß da genauso. Was ist das denn jetzt? So mit meinem Kopf gefickt gerade, ne? Ja. Den Stutenkerl, den gibt's einfach. Das ist so ein Medical. Warum man dieses komische, trockene Weißbrot in die Form von so einem Mann gießt und dann ist das so 40 Zentimeter groß. Und warum hat er eine Pfeife in der Hand? Ihr habt cremige Schokoschwänze als Artikel bei euch in der Auslage. Die sind wenigstens komm, jetzt fick mich nicht mit meinem Stutenkerl. Ihr habt einfach cremige Schokoschwänze bei euch in der Backauslage. Das spüren Sie? Boah, Tradition Française, halt doch bitte einfach mal deine Fresse. Sag doch einfach, dass es ein guter Baguette-Teig ist. Du musst nicht jedes Mal erwähnen, wo du herkommst. Wir hören das. Wir verstehen dich nicht stellenweise. Boah. Ganz ehrlich, wir können nochmal zurückspulen, 2-3 Minuten und jedes Mal einen kurzen trinken, wenn der Tradition Française sagt. Wir werden hackerdudelstramm aus dieser Baguette-Geschichte gehen. Können wir das nächste Mal machen? Warum eigentlich nicht? Werdet ihr alle bezahlt? Das ist Spanisch und bedeutet Hurensohn. Ja, die Person wird jetzt erstmal durchsucht. Können wir das als Sound Alert bitte rausnehmen? Du bist so ein Kleingeist, dass du dir denkst, jo, für so ein bisschen Spaß, alleine mit meinem Smegma-verseuchten Schwanz sitze ich jetzt da vorm Rechner und schreibe ein bisschen Schwachsinn in diesen random Chat rein und dabei entgeht dir nicht nur, dass du dich vielleicht auch mal unter der Vorhaut waschen solltest, sondern dir entgeht auch die fucking beste Community der Welt. Du Opfer. Willkommen auf der Couch, gute Wette, wo wir die Zeit vergessen, Fokus voll am Sex, dessen Rand für so viel, Herzen voller Freude, leicht beim Sitzen, keine Eile, alles geil. Three Man, One Couch, die Sekte der Kult, ob er lootet oder Apostel pult, setzt euch dazu, habt ne geile Zeit, legt die Füße hoch, aber killt nicht den Wein.